Ofen auf 190 Grad vorheizen. 2. Spargel waschen, bei Bedarf den unteren Teil der Spargelstangen schälen und nebeneinander auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. 3. Mit Olivenöl beträufeln und Salz, Pfeffer, Rosmarin und Thymian darüber streuen. 4. Im vorgeheizten Ofen ca. 45 Minuten rösten, zwischendurch wenden. 5. Lauch putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. 6. Butter in einem Topf erhitzen. Knoblauch und Lauch bei mittlerer Hitze darin anschwitzen. Das Gemüse sollte goldbraun und weich sein. 7. Gemüsebrühe bei mittlerer Hitze in einem Topf erhitzen. 8. Den fertig gegarten Spargel aus dem Ofen nehmen und in 2-3 cm lange Stücke schneiden. 9. Spargel und Lauch zur Gemüsebrühe geben. 10. Die Mischung fein pürieren. 11. Sahne, Wermut bzw. Wein und 3/4 des Gruyère zugeben. 12. Gruyère unterrühren, bei mittlerer Hitze schmelzen lassen. 13. Erneut mit Salz und Pfeffer abschmecken. 14. In Schalen anrichten mit dem restlichen Gruyère und Schnittlauch, bestreuen, etwas Zitronensaft darüber träufeln und servieren.